Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Amnesia The Dark Descent. Ja, nach 2 Wochen gibt's auch wieder eine neue Folge. Und ich glaube, die hat es auch ganz schön in sich. Wenn wir uns erinnern, bei der letzten Folge kam nämlich ein Gegner, beziehungsweise wir haben einen Gegner gesehen, der uns nicht gesehen hat, hoffe ich zumindest. Und naja, mal sehen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall vorsichtiger vorgehen. Und ich habe ein leicht mulmiges Gefühl, muss ich dazu sagen. So. Ach ne, guck mal, hier war das glaube ich noch gar nicht, oder? War das hier? Moment, der lief glaube ich da rechts rein oder so. Wie konnte ich denn noch die... Scheiße, ich muss nochmal ganz kurz in die Steuerung gucken. Moment. Input, Tastenkonfiguration. Wie kann ich denn die Taschen aber nochmal wegpacken? Na. Aktion. F, okay. Drehen. Werfen. Interagieren. Okay, können wir auch. Weil das ist ja ein bisschen unnütz im Moment. Da war das Inventar, alles da. Okay. Bisschen Lampenöl haben wir noch. Aber hier brauche ich die nicht unbedingt. Und ich glaube, dadurch sieht er uns nur noch mehr. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo ich lang gehen soll. Oh Gott, was war das? Kommt der Typ jetzt wieder zurück? Ich hab gerade ein bisschen Bammel. Nicht, dass er uns gleich sieht. Ich meine, wir halten uns ja nur im Dunkeln auf. Wie ist die psychische, geistige Zustand? Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Ja, so ungefähr so wie bei mir gerade. Alter, was ist hier los? Okay, wir müssen raus aus der Dunkelheit, glaube ich. Und hier waren wir doch auch, ne? Ach ja, das war so blöd mit den Türen hier ein bisschen. Da ist ein Licht. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Ich will da eigentlich gar nicht weitergehen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir auf den Typen da treffen. Ist denn das Spiel vorbei oder wird zwischendurch nochmal abgespeichert? Ich weiß es nicht. Da waren wir doch hundertprozentig auch schon. Sind wir hier durchgekommen? Ja, hier waren wir auch. Im Moment, wo sind wir denn gerade hergekommen? Wir sind von hier gekommen, ne? Nein! Verdammt! Ah, von hier. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Da waren wir gerade eben. Gut, aber ich möchte da nicht weitergehen. Ich möchte den Gang nicht weitergehen. Weil ich glaube, der ist nämlich genau in die nächste Tür reingegangen. Was war das? Was war das? Ich glaube, wir müssen auch einfach dann rennen, wenn wir den sehen. Ist er hier reingegangen? Was zum Teufel ist das? Alter, über diese Geräusche. Okay, ist nicht schlimmer geworden. Und wer spielt hier Klavier? Ah. Studium? Hier waren wir doch überall schon. Ich muss irgendwelche Hinweise auf jeden Fall noch finden. Zumindest gehe ich da stark von aus. Und wahrscheinlich irgendeinen Raum, wo wir noch nicht waren. Hier waren wir auch hundertprozentig schon. Kommen wir hier durch? Eingangshalle. Eine Handvoll Sand rieselte von der bröckelnden Steindecke und drückte seine Hutkrempe nach unten. Er sammelte seine Kräfte, als die Karawane plötzlich näher kam und ablud. Ach du Scheiße. Oh Gott. Scheiße. Wow. Wieso habe ich denn gerade Schaden da bekommen? Ach,
dieses komische Zeug wieder hier. Archive, okay. Können wir da runter? Ich glaube, das ist versperrt, ne? Da kommen wir nicht durch. Ne, okay. Alles sehr, sehr komisch. Oh, schon wieder Schaden bekommen. Ist das eine Falle hier, oder? Wow. Alter, jetzt müsste ich irgendwie so ein Pulsgerät an mir haben. Ich glaube, der Puls ist ganz schön hoch jetzt mittlerweile. Das ist ganz schön krass. Man ist auch so mitten im Spiel, gerade wenn hier der Raum natürlich auch noch so komplett abgedunkelt ist und ja, es auch dunkel draußen dunkel ist. Das kommt natürlich noch dazu. Vielleicht sollte man das doch am Tag spielen, das Spiel, aber naja gut. Der Effekt, der soll ja so sein. Ach ne, warte mal. Ne, ich muss die alle so aufmachen. Aber ich glaube, die. Da war ich auch schon dran. War hier überall schon dieses rote Zeug? Ich weiß an der Tür da auf jeden Fall, aber. Da eben an der Stelle auch, wo wir durchgegangen sind? Da bin ich mir nämlich nicht mehr so sicher. Oder ist das dazugekommen? So, wie ist es jetzt? Okay. Ist nicht besser geworden. Aber ich muss mir die Laternen auf jeden Fall noch aufsparen. Alte Archive. Ich weiß nicht, ob wir da schon. Okay, da kommen wir nicht durch. Was ist denn nun schon wieder los? Oh, ich will auch nicht, dass der Typ hier gleich aufkreuzt. Das wäre gar nicht gut. Okay, speichern und beenden konnten wir mal nur, genau. Echt, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Oh. Oh, oh. Ich habe mal wieder meine Lautsprecher angelassen. Das ist natürlich sehr schön. Ich hoffe, ihr habt die Störgeräusche von meinem Handy gerade nicht gehört. Und wenn, dann tut es mir leid. Labor. Ich meine, im Labor waren wir auch schon drin, aber... Die Steinplatte schien undurchdringlich, als könnte sie nie wieder bewegt werden. Aber welche Steinplatte ist gemeint? Oh. Ja, machen wir mal doch lieber Licht an. Aber ich glaube, dieser Typ, der sieht uns auch dann, wenn wir nämlich Licht anhaben. Deswegen ist das nämlich auch ganz schön gefährlich. Solange nur der Kopf dröhnt, geht's auch noch. Könnte schlimmer sein. Aber ich war hier doch schon. Ich weiß auch nicht, warum ich hier nochmal hingehe. Okay. Öh. Na gut. War vielleicht auch ganz gut, dass wir nochmal hier hingegangen sind. Allein wegen dem Öl. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so... Na? So. Ah, perfekt. Die Lampe ist fast wieder voll. Und wir haben auch noch jede Menge Zunderbüchsen. Dann könnten wir eigentlich mal... ein paar Fackeln noch anzünden. Was? Was? Ist da jemand? Okay, jetzt hakt das ganz schön bei mir. Irgendeiner hat das ja gerade gesprochen. Oh oh, wieso ruckelt das jetzt? Ruckel, 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 ruckel. Im Labor waren wir doch schon. Ich geh mal lieber wieder raus. Das ruckelt mir zu stark. Ist sehr merkwürdig. Wo kam denn die Stimme eben gerade her? Allgemein diese Geräusche. Ich gehe mal lieber wieder hoch. Ich glaube, hier ist auch nichts. Wir können mal durch die andere Tür gehen. Ich glaube, da war noch eine andere Tür. Können wir ja mal schauen. Erstmal wieder raus aus dem Labor. Das ist mir hier alles nicht so geheuer. Die Statuen betreten und starten an die dunkle gewölbte Decke. Wie geht's ihm jetzt? Dann wollen wir mal gucken. Okay, immer noch unverändert. Oder ist das der Weinkeller hier? Im Weinkeller waren wir doch auch schon.
Ja, ich kann doch den Schlüssel da. Kann ich den Schlüssel denn da? Ah, okay, so. Waren wir da noch nicht drin? Okay, ich war mir ziemlich sicher, dass wir da schon drin waren, aber. Oder vielleicht waren wir da ja auch schon drin. Der Sand gab unter den. Oh, gut. Das habe ich jetzt nicht lesen können. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. Zünde die Lichter in der Umgebung mit Hilfe von Zunderbüchsen an oder suche nach anderen Lichtquellen. Leichte Kopfschmerzen, okay. Dann machen wir lieber Licht an. Waren wir hier tatsächlich noch nicht drin? What the hell? Okay. War das eine Vision? Okay, ich glaube, wir waren hier tatsächlich noch nicht drin. Ich habe ein bisschen. Ich will nicht durch die Tür gehen. Habe ich gerade beschlossen. Ich weiß auch nicht, ob ich dadurch gehen will. Ich weiß auch nicht, ob wir diesen Typen hören, wenn der ankommt. Ich höre doch Schritte da irgendwie. Ich habe gerade ein bisschen Schiss. Okay, ist aber schon besser geworden wieder. Ist der hier oder? Ein bisschen Angst. Krieg ich die Tür nicht auf oder was? Okay. Okay. Ich merke selber, dass der schlechteste Zustand. Was passiert hier gerade, ey? Ja, ich bleibe im Licht. Geistiger Zustand, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, das ist nicht gut. Okay. Alter, ich kann mich auch schon kaum bewegen hier, den Kopf. Was ist hier los? Was ist hier los? Ja, ich muss irgendwie weiterkommen. Ich muss was finden. Was ist das hier? Ach du Scheiße. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Alter. Oh oh. Wie kann ich das verwenden?